Was fließt denn hier eigentlich für eine weiße Suppe raus? Vorhin an dem einen Gebäude schon aufgefallen. Eine Leiche. Tatsächlich. Ist eine Leiche. Jetzt erst recht. So, zur Raffinerie. Sicher gehen, auch wenn es dran stand. Ich habe überlegt, ob ich das auf irgendwen drauf werfe, aber nö. Bitte warten. Das? Ist das einfach ein Ofen oder was ist das? Da komme ich, oder? Hab da gerade die Pfeile gesehen. Das war nicht so hilfreich, wie ich befürchtet habe oder wie ich gehofft habe. Kommen wir doch bestimmt irgendwie vernünftig hoch, oder? Oder ist das da unten eine Leiter, die ich benutzen kann? Sieht jetzt nicht sehr leiterig aus. Ich meine, im Notfall würde es bestimmt gehen, aber der Charakter kann das nicht. Ich warte immer ein bisschen auf mein Mana, weil ich nicht so viel davon habe. Okay, auf diese Streben kann ich auch nicht drauf. Ein Kabel geht natürlich auch nicht. Im Nichts. Verdammt, wie komme ich da hoch? Drüben sieht es auch nicht sonderlich besser aus. Ja, weil so kann ich nicht. Und sonst irgendwie einen Eingang ins Gebäude gibt es wahrscheinlich nicht, ne? Aua. Wieder hier. Was haben wir denn da? Nix. Ah, okay. Lassen Sie die Treppe immer in der oberen Position, außer bei einem Schichtwechsel oder im Notfall. Nichteinhaltung kann zu Schäden an Ausrüstung und/oder Verlust von Menschenleben führen. Bei einem Notfall wird die Hauptstromzufuhr abgeschaltet. Verwenden Sie die Reserve zu Ihrer Rechten, um die Steuereinheit wieder mit Strom zu versorgen.
Ja, habe ich nicht. Das heißt, ich brauche einen Fischöltank. Hier, Walöltank. Okay. Kann ich hier einen leeren Container kriegen? Jo. Kann ich den hier auffüllen? Jo. Da sieht jetzt auch wieder, was das für eine weiße Flüssigkeit ist. Das ist natürlich dieses Walöl. Natürlich. So. Voll mega Hightech und so. So, jetzt komme ich wenigstens auch hoch, ne? Ich höre auch eine Rune. Könnte aber auch ein Knochenartefakt sein. Die beiden Geräusche kann ich noch nicht so ganz auseinanderhalten. So, wenn dann sowieso alles hier auf dem Weg. Aber auch nicht. Das wäre da unten. Ja, hole ich, wenn ich meine Ausrüstung habe. Da wäre auch noch eine Rune. Dann können wir tatsächlich hier das mal eben schnell holen. So. So weit, so abartig. Kann ich doch bestimmt in die Kette ran, ne? Okay. Warum kommt er zurück? Schwer zu sagen. Beobachten wir die Straßen. Wir sehen ihn von den Dächern. Gut. Sonst schneiden wir ihm am Markt den Weg ab. Ohne den Schlüssel kommt er nicht durch den Bahnhof. Er ist gerissen. Er wird einen Weg finden. Okay. Soll mir recht sein. Notiz eines Vorarbeiters der Raffinerie. Sagen Sie Ihrem Schichtleiter, er soll in jeder Schicht jemanden für die Wartung abstellen. Die Leitungen fallen hier oben ziemlich oft aus. Erlauben Sie uns wenigstens zur Sicherheit, einen Walölkanister im Reservelager bei der Brücke aufzubewahren, um sicherzustellen, dass keine Probleme bei der Energieversorgung auftreten. Wir sind die Greaves Company, verdammt nochmal. Da sollte es doch möglich sein, einen zusätzlichen unserer Öltanks zur Verfügung zu stellen. In einfachen Worten, ohne Energie bleibt die Brücke oben. Solange die Brücke oben bleibt, kommen wir nicht an die Raffineriemine. Ohne Zugang zur Raffinerie können wir unsere Arbeit nicht machen. So einfach ist das. Macht Sinn. Okay. Die Reservetanks sind natürlich unten. Oder halt hier hinten. Ich jetzt so rum auch gar nicht reinkomme. Ne? Okay. Meine Ausrüstung ist da unten. Gibt es erstmal jede Menge Zeug. Tagebuch von Walfänger hatten wir. Grease Walhaus hatten wir auch. Liter Harponiere hatten wir auch. Gut. Frage? Achso, ach. Da ist ja eine Holzbarrikade. So. Ein Schlag, ein Treffer.
So. Easy. So. Nein. Geh ruhig runter. Okay. Hier natürlich auch nicht ankommen. Und dann auch noch mit so wenig Leben hier. Das kann ja nur lustig werden. Oh. Wenn man lecker einen Rattenspieß. Im Moment esse ich echt alles, was irgendwie ein bisschen Leben gibt. So, und da unten sollen wir jetzt rein, ja? In das ganze Walöl. Für meine Ausrüstung. Eine Wahl-Vivisektion, ja, gut. Hatten wir, glaube ich, mal nicht aufgelesen. Verarbeitung von Walöl hatten wir auch. Auch im Pierus Werkstatt. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Boom, Baby! Meine Ausrüstung ist natürlich heil geblieben. Da, 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 da! So. Okay. So, da haben wir erstmal eine Rune. Tag. Und die Frage ist halt, ne, wie zu der Rune jetzt hingelangen. Immer wieder hoch, immer wieder rumkommen und so weiter und so fort. Nein, so geht das gar nicht. Verdammt. Au. Fallschaden confirmed. Aber ich habe irgendwo was zum Heilen aufgesammelt. Das ist schön. Das mache ich gern. Er nimmt da die Kante nicht. Einmal mit Profis. So kann man natürlich auch viele Heil-Items einfach mal verschwenden. Ist so. So, hier mal die Tür aufmachen. Und dann irgendwie raus da. Ich bin da, wenn auch. Mir gerade nichts. Die Rune wäre da. Mitten im Nix. Okay. Jetzt aber zu Dauds Hauptquartier. Das ist nicht gut. So, jetzt aber hier hoch. Dann da hoch. Und dann irgendwie da hinten hin wieder zurück. Wot Mammut von Next Zombie. Sie liegen. Vielen Dank für das Elixier. Da wollen wir hin. Okay, die ist tot. Die Leiche ist tot. Tatsächlich. Eine Pistole. Was macht denn hier so Geräusche? Da unten liegt was zum Heilen.